als an manch anderen Tagen. Und wen verdrängt er von Rang 4? Konstantin Schmid. Der hält sich also immer noch. Furios Konstantin Schmid. Klasse. Heute geht's für ihn wieder nach vorne. Klasse Leistung. Ryoyo Kobayashi. Quali hat er gewonnen. Bisschen Höhe. Okay, aber bisschen mehr Höhe da gebraucht, aber trotzdem zieht das durch. Ja, was er draus macht, das ist Wahnsinn. Also wirklich, das ist so unheimliches Feingefühl. Er ist ja dann doch auch einer derjenigen, die immer Vollgas geben. Aber speziell auch heute. Der wird runtergefahren sein und gedacht haben, ui, was ist denn heute los? Aber dann hält er sich hier in einfach der perfekten Position. Du siehst eigentlich keinen Unterschied. Aber heute ist es so, dass es wirklich zusammenhält, weil er eben nicht den Druck unterm Ski hat. Und ja, also es ist wirklich atemberaubend. Da geht noch was. Das sind 129,50. Mal gucken, ob man in Sachen Material da jetzt noch was findet in Richtung zweiter Durchgang. Ob man durch die Präparierung der Ski hier irgendwie das Ergebnis noch korrigieren kann. So ist die deutsche Mannschaft heute geschlagen in diesem ersten Durchgang. Vier Springer erst ab Platz 25 bis 29, nämlich Laie, Wellinger, Geiger und Paschke. Einzig vorne haben wir gesehen Konstantin Schmid, der sich als Siebter hier präsentiert und sein bestes Saisonergebnis machen kann. Also da gibt es einiges zu besprechen. Leider, leider ausgeschieden ist Markus Eisenbichler. Und damit rüber zu Lea. Na gut, sechs kommen noch, aber Top 9 ist er auf jeden Fall dabei. Und wir haben noch jede Menge Norweger. Geht los mit Lindvik. Jetzt wird spannend mit mehr Anlaufgeschwindigkeit. Das müsste er. Da haut es ihn da runter, ja. Jetzt schauen wir mal, wie weit das war, denn so viel mehr Luft ist da dann auch nicht. 141 Meter, Luke 22. Ja, das ist jetzt, glaube ich, eigentlich schon zu viel, weil der Niederschlag hat aufgehört. Wie gesagt, auch die Spur wurde neu gefräst. Da liegt jetzt nichts mehr drin. Und die Bedingungen an sich sind eigentlich auch. Leichten Aufwind ist schon, ja, da ist Alarm. Also ich glaube nicht, dass... Aschenwald. Jetzt müssen wir auf den Wind schauen. Also Tanda hat vorhin gute Bedingungen gehabt, hat sie natürlich genutzt. Aber ich gehe jetzt nicht davon aus, dass er das gleich noch mal zeigen kann. Oh doch, eieiei, der springt sie jetzt auch rein. Ein Schrei der Befreiung von Daniel André Tande nach allem, was hinter ihm liegt. 141,5 Meter. Riesenergebnis. Der Mann lag im künstlichen Koma aus Sicherheitsgründen in Planitza nach einem schweren Sturz, hat sich in die Saison herangetastet und springt jetzt hier auch Marius Lindvik davon. Lindvik mit Traumnoten. Ganz so hoch wird es wahrscheinlich bei Tande nicht, aber er hat den weitesten Sprung, er hatte ein bisschen Vorsprung, der ist vorne. Und damit steht Tande auf dem Podest. Vier Norweger auf den Plätzen 1 bis 4. Und einer kommt noch. Einer kommt noch, nämlich Granerød. Und dann Kobayashi. Die Anfahrtsluke bleibt die gleiche. Hoffentlich geht das gut. Ich sag mal so, Kobayashi ist einer, der zieht die Dinger durch. Der macht da gar nicht lang rum. Jetzt auch da 144 Meter, um die Führung zu kommen. Also wenn man mal 4 Meter über Hillside springen muss, um in Führung zu gehen, dann ist das grenzwertig. Aber ja, wir hoffen einfach, dass es gut geht. Granerød. Und das, wenn der ist, den zieht es wieder so weit nach rechts. Ja. Da denkt man sich, also wie weit, wenn er noch weiter fliegt. Er hat ja nach wie vor immer noch das leichte Fehlerbild mit dem bisschen Abkippen. Von uns aus gesehen jetzt nach links. Da kann er natürlich dann auch, wenn es jetzt mehr Speed gibt, gar nicht mehr so mithalten. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob es vielleicht eventuell eine Coach-Decision gibt, wobei die Bedingungen wieder ein bisschen weniger werden. Das sind wirklich norwegische Meisterschaften. Wenn also 1 bis 5 Norweger, das ist das beste Ergebnis der Weltcup-Geschichte, wenn er das jetzt nicht ändert, Ryoyo Kobayashi. Das gab es noch nie. Schwierige Bedingungen jetzt. Deswegen reicht die Luke, das ist schon mal gut. Was macht er draus? So weit war er nicht vorn. Ryoyo Kobayashi. Ja, das wird knapp. Aber er weiß, dass er sich gerettet hat.
Er bekommt sogar Bonuspunkte, weil er keinen Aufwind mehr hatte, sondern Rückenwind. Und deswegen müssen diese 139 Meter wohl reichen. Kante getroffen und dann läuft der Sprung. Zu Tande waren es 2,3 Punkte. Es ist ein Meter. Aber allein über den Wind holt er über 2 Meter wieder rein. Noten sind gut. Das sollte Kobayashi reichen. Tande, Lindvik, Jonsson, Granerud, Vorfang. So sieht es bis jetzt aus. Müssen wir irgendwann mal Alex Stöckel da oben sehen. Warten jetzt aber erstmal, ob es der nächste Sieg. Wir haben ja bis jetzt 6 Weltcups, 6 Sieger gehabt. Dann wäre Tande der 7. im 7. Auch das gab es noch nicht. Aber ich glaube, dass das Kobayashis Sprung Kobayashi soll es gemacht haben. Gut genug war. Rechts der Wert von Tande und er ist vorne. Dreimal die 1, 3 Sprünge, dreimal der Beste, also hochverdient. Hochverdient. Kobayashi vor 5 Norwegern. Spricht einiges dafür, dass wir das so nicht mehr erleben werden in dieser Saison. Aber trotzdem Glückwunsch, dass man auch bei diesen Verhältnissen sich durchsetzt, spricht für sich und spricht für ihn. Also ganz große Leistung von Ryoyo Kobayashi. Und was ich jetzt gerade noch erfahre, Alex Stöckel ist deswegen nicht da, weil er positiv getestet worden ist auf Corona. Jetzt hat er also am Fernsehen auch noch uns zuhören können und hätte dieses historische Ergebnis dort vor Ort gar nicht erlebt. Gestern war er noch hier, jetzt ist er in Isolation in Klingenthal und schaut zu, wie Ryoyo Kobayashi gewinnt. Aber dann Glückwunsch ins Hotelzimmer, in die Isolation. Ein Riesenergebnis für die Norweger. Zweiter bis 6. Hier alles norwegische Fahnen. Und Ryoyo Kobayashi setzt sich ganz knapp durch gegen Daniel André Tande. Konstantin Schmid landet auf dem 8. Rang. Ja, so ist das manchmal. Die deutsche Mannschaft hat jetzt oft genug Top-Material gehabt, hat die schnellsten Skier gehabt, die schnellste Mannschaft gestellt. Heute war es mal anders. Alle waren fair genug, das zu akzeptieren und Schuld auch bei sich zu suchen. Man wird die Lehren daraus ziehen in Richtung Vierschanzentournee. Es ist so viel nicht passiert, denn die Form stimmte ja, das haben wir vorher gesehen. Heute waren andere ein bisschen glücklicher, aber letztlich auch besser. Benjamin Wüst hat Stefan Gacha.